Okay, ihr fahrt zum Hafen, wie wir es geplant haben. Ladet das Koks vom Pickup ab. Ihr müsst Hectors Boot im Lagerhaus ein Signal geben, damit er kommt. Sobald er da ist, bringt das Koks an Bord und der Bootsfahrer wird den Rest erledigen. Hey, we don't have much time. I've got a boat on the way we're gonna use as a pickup. Just hustle ahead of those cops and get the bag secured. Und damit hallo zum zweiten Tag. Ich krieg direkt aus dem Maul. Ich bin gestorben. Wie ungünstig. Wie echt ungünstig es ist. Jungs, Mädels, bitte, Hilfe, Hoxton, hallo. Könnt ihr bitte helfen? Oh, die sind noch voll weit weg. Hoxton, bitte, please. Hallo, Hoxton? Ey, Jung, Chains, du vielleicht? Danke. Ich dachte mir gerade schon, wieso hilft mir jetzt denn keiner? Was ist das denn für eine Frechheit? Ich bin ehrlich, die Situation gefällt mir gerade nicht ganz so gut hier. Weil ich kaum Leben habe jetzt und mitten auf dem Feld offen rumstehe. Super ungünstig, die Situation. Ich muss doch unbedingt alles Kokain mitnehmen, weißt du? Ich kann mich ja nicht mit irgendwie 4 Taschen zufrieden geben. Nein, ich muss alles mitnehmen. So ist das halt, wenn man... Nein, Rüstung, bitte! Geh nicht kaputt! Ey, Junge! Danke. Nein, ich werde sterben! Ach ja, ich bin übrigens wieder Amoremio. Also den Amorer. Amorer habe ich. Wobei ich immer noch nicht weiß, was er macht. Ich habe es echt vergessen. Also komplett. Ich konnte es auch nicht nachlesen in der Zwischenzeit, weil ich halt im zweiten Tagesjob bin. Ja. Willst du machen? Hoxton, beweg deinen Arsch jetzt hier hin, Junge. Es ist unfassbar, wie weit du weg vom Geschehen bist immer. Dein Ernst? Ey, Kumpel, jetzt mal ganz ehrlich. Nimm dir eine verkackte Tasche unter die Schnauze jetzt. Weißt du, ich mache jetzt schon die ganze Arbeit des Taschentragens. Ihr müsst doch nur hier euren Teil erfüllen, ja? Ich sterbe. Ja, worum es übrigens geht, ist im Endeffekt einfach ganz simpel, ne? Wir haben das Ganze... Ach du Scheiße! Geht denn hier auf einmal ab? Da kam gerade eben 40 zu 20 Leute in die Ecke. Oh, ich bin leer. Das ist schlecht. Tja, Rüstung ist weg. Munition ist... Also irgendwie ist die Startposition hier echt ein bisschen ungünstig. Ja, das Galdhaus macht mich echt ein bisschen nervös, da bin ich ehrlich. Oh, die Flashes machen sich besser. Es juckt ihn nicht. Scheiße. Egal, Schritt für Schritt kriegen wir die Taschenlaschen weg. Ich hab gleich keine Munition mehr. Ja, noch blind, perfekt. Ey, gib dich mal bitte noch, dann hab ich wenigstens das hier. Danke. Das ist die letzte. Sehr schön. Dann Schritt weiter, Jungs. Jungs und Mädels, ab dafür. Wir gehen zum nächsten Punkt. Ja, den Bulldozer könnt ihr gerne mal töten. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe da jetzt gerade leider nicht die Möglichkeit zu und die Ressourcen auch nicht. Aber jetzt sind das schon mehrere. Schwierig. Oder gehen die Dozer jetzt, wo der Ansturm weg ist? Nee, oder? Nee, ich... Oder? Gehen die? Wobei, es sah aus, als würde er gehen. Halbe Game vergessen, weißt du? So, weg damit. Dead 7. Ja, wir haben uns einen Sniper eigentlich, aber irgendwie ist ja auch nicht so gut. 7 Kills, obwohl da so viele rumstanden. Hätte ich jetzt mehr erwartet. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Boot hier kommt bei Dock 7. Weil dann sind die mich direkt auf der richtigen Seite, das wäre schön. Es gibt 3 Seiten, wo die kommen können.
Dock 7, das ist hier. Da ist eins und auf der anderen Seite ist eins. Ja, good luck, people. Ja, danke. Hä, hab ich nicht... Achso, okay, lol. Kleine andere Frage. Weißt du, was auch cool wäre? Wenn Payday 3 rauskommt, ich hoffe, die machen sowas wie KI-Befehle rein. Dass man denen so Jobs geben könnte, das wäre echt cool. Dass man sagen kann, ey, Chains, du bewachst jetzt genau die Ecke hier und machst alles so. Hocks und du trägst die Taschen von da nach da. Oder irgendwie einfach so ein paar Befehle machen kann. Ich fände das voll cool, bin ich ehrlich. Wo ist eigentlich Munitionstasche? Ach, auf der anderen Seite. Ja, perfekt. Alles optimal hier. Ja, wir heilen uns trotzdem einmal hier. Ah, jetzt hier noch ein Schlucken und Pasta. Mega nervig. Ah, Moment eben. Oh. Ah. So. Alter, wie viel sind das hier gerade? Was ist da los? Munition, danke. Das hat sich echt gelohnt. Das waren 213 Schuss, die da rumlagen für die Uzi. Aber die kommen immer so in Bündeln irgendwie an, oder? Voll krass. So, Munition ist wieder voll. Ein Gewehr ist da. Ups. Ui. Der macht jetzt 10 Kills. Aber während ich da stand, macht er nur 7. Du bist ein Arsch, Junge. Der steht übrigens da hinten auf dem Dach irgendwo. Also quer gegenüber halt. Nur falls ihr euch fragt, wo der ist. Ich muss echt sagen, auf Deathwish machen die Ballermissionen sogar echt Laune. Weil die wirklich eine sehr gute Mischung aus Fairness und trotzdem machbar sind. Death Sentence hingegen ist einfach nur krank. Bin ich ja ehrlich. Sie viel Leichen hier sind, ne? Mein Gott. Wie er auflädt, der Taser. Da hat er gedacht. Putz. Können die eigentlich geflasht werden, die KIs? Was sah jetzt irgendwie nicht so aus, ha? Huh? Ja, jetzt stehen wir hier und warten, wa? Was sollen wir machen? Aber auch schlecht organisiert, ha? Das Boot hätte ja ruhig mal kommen können, während wir schon irgendwie, keine Ahnung, die Taschen tragen oder so. Dass wir erst rufen müssen, ist schon fast frech irgendwie. Ich meine, die sehen doch, was für Action hier abgeht. Da kriegen sie irgendwie mit. Eins, was mir mit dem Gewehr nicht gefällt, ist die Munition. Die ist echt sehr, 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 sehr sparsam gerechnet irgendwie. Junge, Junge, das... Vor allem die Tür hier auch, ne? Ich habe irgendwie eine Erinnerung, die ging mal auf. Du hast das auch eine Eventualität, weil die hier ging safe mal auf. Safe. Ah, Dock 8. Gib mir jetzt schon auf den Sack. Dann bringen wir die ganzen Taschen alle mal außen rum. Ist ja kein Problem. Was willst du machen, ne? Ja, bin dabei. Eins. Zwei. Hallo? Drei. Und vier, weil mehr geht da dann nicht. Jetzt macht der mich einen Abgang. Hä? War das nicht ein Sniper da? Okay. Ja, Chopper brauchen wir leider nicht. Danke, Joy.
Also. Ein Klassiker. Ich muss mal sagen, die Position ist eigentlich ganz gut. Ich hole mir mal die Tasche zurück hier. Weil ich finde die Position eigentlich echt nice. Auch wenn es übrigens klingelt, würde ich Dauerfeuer betreiben. Das mache ich gar nicht. Ich klicke den jetzt einfach nur schnell immer wieder. Seht ihr bei der Munition unten dann eher, anstatt beim Sound. Damit ich halt nicht dieses Magazin leer baller, sondern immer nur dann, wenn ich es halt ungefähr benötige. Aber ich schieße doch schon ziemlich viel Munition, also so ist es nicht. Ich will nur sagen, ich baller nicht sinnlos einfach die Kugeln weg, ja. Na, schon ein bisschen. Aber es macht auch Laune. Boah, war das viel Munition? Ja, er will nicht sterben, verstehe ich. Möchte ich auch nicht. Oh Gott, da kommen zwei Dozer. Ah, ungünstig. Macht ihr, oder? Na komm schon, Jungs, Mädels, bitte. Nein, er kommt zu mir. Das ist eine ganz schlechte Idee. Die Uzi ist die einzige Waffe. Ich meine, ich finde sie irgendwie cool, aber irgendwie macht sie zu wenig Schaden. Aber ansonsten ist die Klasse echt geil. Nur Munitionsprobleme und ein bisschen Schadensprobleme bei der Uzi. Ja, danke. Mal ganz kurz eben zum Hafen rüberrennen. Eins. Zwei. Junge, bleib doch stehen. Drei. Vier. Ja, ciao. Oh, das ist ein Dozer. Das ist schlecht. Ja, was soll ich machen, ne? Du kannst mich doch nicht überleben! Hier ist ein Dozer neben mir, Junge! Ja, und ein Cloaker, perfekt. Belebt er mich wieder, während ein Dozer neben mir ist. Ich bin nett gemeint, ja, aber hättest du nicht erst töten können? Das Spiel hat sich gerade animiert. Boah, wenn das abgestürzt wäre, ich wäre ein bisschen sauer gewesen, bin ich ehrlich. Wieso hat das jetzt minimiert? So voll random irgendwie. Ja, knie dich doch jetzt hin, Junge. Was hast du denn da? Mein Gott. Ey, jetzt schicken die auch echt die ganze Armee hier an, ne? Krank, Leute. Ah, getroffen. Nice. Hoxton, komm mal bitte ganz kurz her. Off to me, mate. Wo ist denn der? Ach, da. Rein theoretisch können wir so abhauen. Weil wir haben... Och, natürlich geht das nicht. Ey, wieso sind die ganzen Türen auf einmal alle weg? Ich könnte schwören, da waren mal überall Türen. Warum haben die das denn geändert? Verstehe ich nicht. Ich will das mal eben wissen. Oh, Leute, das ist ein Dodge. Das müssten 12 Taschen sein, ne? Ja, genau, weil die man trägt, die zählen ja dazu hoch. Ja, das hat mich damals immer ein bisschen gekillt, weil manchmal ist es wirklich in den letzten paar Minuten gefährlich. Exceptionally gifted. Ui. Ja, nee, aber die lohnt sich nicht, die Mission, bin ich ganz ehrlich. Dafür ist es zu wenig. Also, ich meine, es ist 20 Minuten plus nochmal 14 oben drauf. Wir haben ja einfach gefühlt eine halbe bis dreiviertel Stunde mindestens drin. Gut, Erfahrung gibt knapp 1 Million fast. Weiß ich nicht. Wobei eigentlich mit 1 Million Erfahrung ist schon gar nicht mehr so schlecht, weil ich meine, damit hat man rein theoretisch nach 24 Mal die Mission ein Level. Also nicht ein Level, ein ganzes Prestige. Müsste ich eigentlich auch mal ganz oft hoch machen. Ich habe es ja nur nie gemacht, ich bin immer noch Prestige 4. Ich habe es nur nie gemacht, weil
damals, als ich gespielt hatte, gab es dieses System noch gar nicht richtig. Da konntest du dann halt, also das hat jetzt keinen Sinn gemacht. Ich war so lange damals auf Prestige 1 oder 100, weil wozu sollst du hochgehen? Ja, das hatte für mich keinen Sinn gehabt dann. Oder irgendwie auf Prestige 1 oder so. Ich ging auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange auf dem gleichen Level. Weil auch dieser Punkt ist, wenn du dich hochlevelst, dann verlierst du ja alle Level und alles andere. Und das war halt auch irgendwie immer so ein Art Abturner, weil dann musst du halt nochmal die ganzen Sachen irgendwie neu machen. Geht zwar schnell, machst du irgendwie ein, zwei schnelle Runs, bist du wieder Level 70 und so. Aber du verzichtest halt trotzdem immer irgendwie auf Skillpunkte. Geht natürlich alles, aber ich hatte da irgendwie nie Bock drauf. Und außerdem gab es am Anfang, glaube ich, nur irgendwie 5 Prestiges. Nicht ganz am Anfang, aber irgendwann kamen die, glaube ich. Oder waren die von Anfang an da? Nee, ich glaube nicht. Nicht, wurde sowieso ganz oft neu gemacht, das Prestige-System. Jetzt gibt es ja irgendwie, keine Ahnung, wie viele Prestiges. Und ich bin 4. Aber es gab auch irgendwie ein Update mal vor einem halben Jahr oder so. Weiß ich jetzt gar nicht, wie lange das her ist. Man kann jetzt auch Prestige hochgehen, ohne dass man auf Level 1 zurückgestuft wird. Dafür muss man aber irgendwie extra viel haben. Weißt du was? Ausnahmsweise zeige ich euch das mal eben ganz kurz. Weil eigentlich ist ja hier die Folge zu Ende. Aber das zeige ich jetzt einfach mal eben. Und ich will jetzt eben wissen, was dieser Armorer macht. Ah, schön, da haben wir Chevron bekommen, danke. Wahnsinn. So. Oh, unsere Anubis-Maske. Die haben wir an. Die habe ich voll vergessen zu zeigen. Ja, ist nice. Steam-Items, ja. Hallo. Da kommen hier die ganzen Skins, Junge. Armorer, was kannst du eigentlich? You gain 5% additional armor. Warte, machen wir mal ganz vorne. 10%, 10%, 10%. Recovery rate is increased, and when your armor gets depleted, you will be immune to health damage for 2 seconds. This cannot occur more often than every 15 seconds. Aha. Und hier nochmal 5%, reduces the armor recovery time for you and your crew by 10%. Your chance of getting a higher quality... Ah ja, ja, das ist bei jedem so. Und der Rest ist ja irgendwie immer gleich. Es sind immer die 4, die hier sind, die sind immer bei jedem Set gleich, nur die anderen dazwischen nicht. Also einfach mehr Rüstung. 2 Sekunden immun nach, mit dem die Rüstung weg ist. Also ja, ist halt einfach länger leben. Aber ist ein echt nice Set eigentlich. Mir gefällt nur die Uzi nicht so zu 100%, wenn ich ehrlich bin. Da müssen wir vielleicht mal irgendwie eine andere Waffe nehmen. Weil ich habe ja eh, wenn ihr das ja seht, also waffentechnisch kein Problem. Und nicht, ich habe nicht noch viele Waffen übrig. Ich habe quasi alle gekauft, die es gibt. Ja. Also, weiß ich nicht. Wobei, so schlecht ist die jetzt auch nicht. Eigentlich ist die ganz witzig. Lass mal drin. Eigentlich ist die ganz witzig. Ich wollte noch wegen Prestige euch was zeigen. Genau, Infamy hier. Infamy Level. So, ich bin Michel 4. Damals sah es auch ganz anders aus. Jetzt haben wir hier so eine Leiste. Also das Prestige-System wurde, ich weiß nicht, wie oft gereworked, aber das ist, ich weiß gar nicht, wie hoch geht das jetzt eigentlich? Ach du heilige Scheiße, was 100? Klar, wo auch sonst, ne? Junge, damals gab es halt 5. Kranke Scheiße. Dann gab es irgendwann 25 und so. Mein Gott, und das fand ich auch schon echt viel. Naja, ist auch egal. Man kriegt ja auch mal so ein bisschen was. Ne? Hier zum Beispiel, man kriegt immer 5% mehr Erfahrung. Also es geht auch immer ein bisschen fixer. Ja? Hier 10%. Also insgesamt kriege ich ja 30% mehr. Hier kriege ich, genau, die Requirements sind ja auch um 10% reduziert. So, Infamous Base Drop Rate is increased from bla bla bla. 5% mehr Erfahrung, 15, 20 und 30% mehr Erfahrung. Also man kriegt halt immer ein bisschen mehr Erfahrung. So, ja. Ist nice. Was brauche ich dafür? Wir haben Current Reputation, Level 100 von 100, ne? Das ist halt das Höchste, was man haben kann. Wer hätte das gedacht? Go and Famous, Reputation. Das ist halt das, was wir hier haben. You need to pay 200 million from your offshore account to go and Famous. So viel habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich habe nur 175 Millionen. Liegt auch ein bisschen daran, dürft ihr nicht vergessen, ich gebe sehr viel vom Offshore-Account aus, weil ich in die Karten rein, also die Missionen kaufe, das Skript geschrieben habe und ich glaube irgendwie... Das müssten ja über 90 Missionen sein, die ich da im Endeffekt gemacht habe. Oder irgendwie 80, 90 Missionen so. Und die habe ich alle wieder abgebrochen. Ich war ja nur zum Skript schreiben, die ganzen Texte da so, weiß ich mal. Und auch noch zum Kameraführen mache ich die Mission auch an, filme die Kamera, damit ich die ganzen Intros aufnehmen kann. Das kostet gut Geld. Ich meine, ist ja auch scheißegal, ne? Okay. Haben wir nicht. With Infamy Pool. You need to pay 200 Millionen. Also 200 Millionen brauchen wir auf jeden Fall. Und Infamy Pool ist... Die Punkte hätten sie auch ruhig mal reinmachen können, ne? Oder Kommas zumindest. Das müssten aber 30 Millionen sein, ne? Und wir haben 2,5 Millionen. Was ist denn der Infamy Pool? Ist das jetzt einfach nur Erfahrung, die wir brauchen? Wir achten mal drauf. 2,5 Millionen haben wir ungefähr. Ja, 2,5 Millionen. Wie es bei der nächsten Mission aussieht. Ist ja auch egal. Das war's auf jeden Fall jetzt hier. Dankeschön fürs Zuschauen. Noch ein bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal gibt's Firestarter. Tschüss.